After searching through the database of that outpost, I found a map of the surrounding sectors. It shows a significant amount of abandoned outposts between us and the origin of Catherine Morgan's transmission. We can stop at a few of those outposts and mine some Shardium so we can refuel the ship. Okay, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Meridian. In der letzten Mission oder in der letzten Episode hatten wir die Aufgabe, diesen Außenposten zu zerstören. Das haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt sind wir zurück auf unserem Schiff und sprechen scheinbar wieder mit Jeffrey Donovan. Ich lese mal ganz kurz vor, was er von uns möchte. Während ich die Datenbank des Außenpostens durchsucht habe, bin ich auf eine Karte der umliegenden Sektoren gestoßen. Sie zeigt eine erstaunliche Anzahl verlassener Außenposten zwischen unserer Position und der Quelle von Catherine Morgans Funkspruch. Wir können an einigen Stellen anhalten, um Shardium für den Tank... Ja, und mehr ist leider nicht. Die Dektoren haben nicht funktioniert. Warum wahrscheinlich? Fragen wir doch mal. Any clue as to why our detection systems were not working? Part of our detection system was offline. That's why it didn't pick up any life signatures on the surface. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, warum es offline war. Ja, genau. Okay, why was it offline? Well, I can't say for sure until I investigate further, but the most likely explanation is that someone on board had turned it off on purpose. Oh, gibt's da vielleicht einen Verräter? A traitor? There can be other scenarios. It could just be a malfunction, maybe that's all. I'll keep looking into it. Okay, wird also weiter nachforschen. Das ist schon mal schön. Okay, alles klar. I uploaded the map to our server. It should be available in the map room now. Im Kartenraum verfügbar sein? Dann schauen wir doch mal, wo ist denn der Kartenraum? Das sind die Crew-Biografien, die wir ja schon hatten. Hier können wir eine Mission starten. Hier ist der Kartenraum, okay. Oh, hier gibt es noch eine Einheiteninfo. Was ist denn die Einheiteninfo? Soldat. Okay, after the Great Crisis, the production of the TRS-2 Infantry Armor was stopped. The improvement was resumed, startling and blablabla. Okay, ich mach mal, wie das letzte Mal auch. Ich lasse das hier mal, ihr könnt ja Pause drücken, könnt euch das durchlesen. Der Chimäre noch. Chimera, finde ich auf Englisch viel cooler als auf Deutsch. Also Chimera klingt ein bisschen nach Camaro. Cooles Auto, by the way. Okay, wir gucken in den Kartenraum. Wir schauen mal, was wir da so an Missionen finden. Mission starten. Our fuel is running low. If we can mine enough Shardium, it should be enough to make it to Sector 16-2B. There is an outpost in these mountains, but its anti-air defense is formidable. We won't be able to land anywhere near it. I suggest we approach the primary line of defense with a few units and sneak into the outpost. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall dann Shardium, dass wir es überhaupt bis zu dem Außenposten hier Sektor 16-2B schaffen können. Würde ich doch vorschlagen, machen wir gleich. The outpost is nearby, but sizable enemy forces are patrolling the area. These turrets are their first line of defense. If we destroy the turret center, the turrets will shut down and we can move forward. Mhm. Okay. Dann stellt sich jetzt die Frage, wie zerstören wir denn diese Geschütz Kommandozentrale hier, die okay, haben wir wieder die Schatten. Aber ich vermute, wir können hier so rum reinkommen. Was haben wir denn hier? Okay. Das sieht mir nach so einer Art Solarpanel aus oder so. Das machen wir doch einfach mal kaputt. Erreiche den Außenposten und deaktiviere die primäre Verteidigung. Das ist unser Ziel. Oh, Schande. Are those healing scouts? I thought those never made it through prototype phase. They didn't, at least not on Earth. Okay. Scouts usually have an AI pilot, but these seem inactive. Maybe I can upload a simple program so they can follow our command.
Just a second. Das wäre natürlich Scout großartig. Let's go. Yeah. Scout has arrived. Let's go. And done. Hervorragend. Das finde ich ja I'm waiting for your orders. Richtig Knorkelkeule, dass die jetzt praktisch zu uns gehören. Definitely. Das stärkt natürlich unsere Position. Oh oh. Take them out. Komm schon, mach's ja platt. Ja, wir können ja hier wieder heilen. Das tun wir auch gleich mal. You don't stand a chance. Take them out. Den hier auch. Powering weapons. So, dann mach mal den hier kaputt. Dich repariere ich gleich mal wieder. Chimera here. Something I can do? Attacking. Killer. Komm, mach die Waffenfabrik kaputt, bevor noch mehr hier gebaut werden von denen. Komm schon, komm schon. Strike! Let's do this. Here we go. Na ja, komm. Haben wir doch gleich jetzt. Dann machen wir die Energieversorgung auch gleich noch alle. Turrets are offline. Hervorragend. Ja, ich mache aber vorher noch die komplette Energieversorgung tot. What's on your mind? Na, falls ihr euch übrigens wundert, warum das manchmal hier so springt, das ist immer dann, wenn ich jetzt hier das zum Einsertrupp gemacht habe und ich bin nicht ganz zentral und ich drücke die 1, dann zentriert er mich drauf. Finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es so schnell zentriert. Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht eher so langsam so hinslidet, aber anderes ist auch okay. Da gewöhnt man sich dran, denke ich. Yes, sir. Hervorragend. Beziehungsweise bei Command & Conquer war es ja so, dass man die Zahl des Trupps zweimal drücken musste, um drauf zu zentrieren. Will do. Aber das akzeptieren wir einfach so. Das macht das Spiel jetzt definitiv nicht schlechter. Bis jetzt finde ich es richtig, richtig geil. So, wo sind denn jetzt hier diese Geschütztürme eigentlich? Hier oben irgendwo, oder? Ah, hier haben wir nochmal so ein Solarpanel. Das mal in Rot, vorhin war es grün. Give them hell, boys. There are many patrols ahead. We can't take all of them on at once. Okay. You're right. We must sneak past these enemies. Choose the best route and avoid detection at all costs. Okay, also da müssen wir uns vorbeischleichen. Na, das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Was? Ich wurde entdeckt? Scheiße. Aha. Ja, dann starten wir sie doch mal neu. The outpost is nearby, but sizable enemy forces are patrolling the area. Ist natürlich gut zu wissen, dass wir These turrets are their first line of defense. If we destroy the turret center, the turrets will shut down and we can move forward. Alles klar. I'm ready. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen jetzt, dass wir dann vielleicht nicht gleich in diese Richtung hochrennen, sondern dann uns andersrum vorbeisneaken irgendwie. Will do. Will do. Na dann komm. Und dann kriegen wir die Einheiten hier wieder. Healing scouts? I thought those never made it through prototype phase. They didn't. At least not on Earth. Scouts usually have an AI pilot, but these seem inactive. Maybe I can upload a simple program so they can follow our command. Just a second. Es wäre wie immer hervorragend. Scout has arrived. Let's go. Scout has arrived. Let's go. And done. Hervorragend. Dann machen wir die alle What zu. Can I do for you? Einser Trupp wieder. Moving. Moving. You can move for me. Sure thing. Yeah, baby. Beweg deine Ketten. Okay, und Angriff, komm. Gar nicht lange rumkaspern hier. Ja, du musst aufpassen, dass wir keine Einheiten verlieren. Das wäre nämlich unschön. Oh, oh. Ich glaube, eine haben wir schon verloren, aber okay. So ganz ohne Kollateralschaden geht's wohl nicht. Und gleich das Teil hier angreifen, komm. Let's do this. Fire. Hervorragend. Dann heilen wir dich mal. Here we go. Ihr schafft es.
Ihr schafft es. Attacking. Killing. Sehr schön. Kavum hat's wieder gemacht. Ein sehr schönes Geräusch in dem Fall. So. Bams, komm. Du schaffst es. Turrets are offline. We can move forward now. Sehr cool, wir können vorrücken. Das gefällt mir. Haben wir Einheiten zurückgelassen? Nein. Okay. Let's do this. Sehr schön. Dann machen wir den hier auch noch kaputt, wie vorhin. Und hier müssen wir jetzt scheinbar... Ich hoffe, dass das der Außenposten ist. So. Yes, sir. Yes, sir. I agree. Okay. Reparieren müssen wir gerade nichts. Alles klar. Alright. Dann laufe ich mit euch jetzt mal... I'll make it happen. ...hierher. Und guck mal, wir können aber nicht andersrum, ne? Let's see. Yes, sir. Let's roll. Jetzt müsst ihr doch gleich wieder hier die... All right. There are many patrols ahead. We can't take all of them on at once. Ja. You're right. We must sneak past these enemies. Mhm. Choose the best route and avoid detection at all costs. Mhm. Wenn wir jetzt wieder entdeckt werden, ne, dann flippe aus. Eine Einheit und schleiche durch die Basis. Es reicht aus, wenn du es mit nur einer Einheit schaffst. Okay. Absolutely. Das ist schon mal nicht schlecht. Let's roll. Ich möchte... Colonization Team at your service. Genau, ich wähle jetzt dich mal zu 1 und euch mache ich zum Drop 2. Contact. Okay, jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Also hier durch ist vielleicht ein wenig von Arsch. Aber hier hoch können wir. Und dann können wir hier hinten rum. Eventuell. Vielleicht doch dann da unten rum, ja. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal, wie weit das die maximal vorgehen. Die gehen maximal bis hierher, okay. Consider it done. Dann gehst du mal da hoch. So, und jetzt ist jetzt die Frage, wie lang brauchen die, bis sie wiederkehren? Und vor allem, wann verschwinden die hier oben? Oder können wir hier, kann ich hier, alright. Kann ich da hochgehen? Nee. Yes, sir. Dann bleib mal schön hier unten. Ja. Weil. Okay, wenn die dann wieder herlaufen, laufen die hier oben weg. Alles klar. So, jetzt kommt, bewegt euch mal. Let's move out. Mhm. Copy that. Copy that. Sure. Sure. Sehr cool. Ah, schaffen wir das vielleicht noch hier rüber? Here we go. Das wäre total cool. As you say. Oh, oh. Yes, sir. Sure. Let's move out. Ich glaube, das könnte... Nee, krieg mal hin. Okay. So, und was haben wir jetzt hier oben? Bewegen sich da... Bewegen sich die hier hin? Okay. Dann gehe ich jetzt mal wieder ein Stückchen runter. Sure. Wenn die dann wieder zurücklaufen, gehe ich hoch und laufe denen praktisch hinterher. As you say. Ah ja, okay, die kommen gar nicht näher, dann kann ich gleich hier hoch, alles klar. Das ist ja auch völlig in Ordnung. So. Copy that. Consider it done. Okay. Okay. No problem. Ja, kriegen wir hin. Copy that. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Consider it done, as you say. Ach, jetzt läuft der da rein. Da flippst du doch aus, das kann doch nicht sein, Mann. Sollen wir den Scheiß nochmal machen? Ich brech die Intros da jetzt mal ab.
but sizable enemy forces are patrolling the area. These turrets are their first line of defense. Spies. Mm-hmm. If we destroy the turret center, the turrets will shut down and we can move forward. Ernsthaft? Du erzählst ja Sachen. Ich schau mal kurz, ob wir können zwischendurch unter Umständen dann auch speichern. Okay. I'm waiting for your orders. Das ist vielleicht gar nicht mal so Definitely. Schlecht. On it. Oh nett, dann lauf doch gleich mal daher. Dann kriegen wir die nächste Animation. Are those healing scouts? I thought those never made it through prototype phase. They didn't, at least not on Earth. Ja, wissen wir. Scouts usually have an AI pilot, but these seem inactive. Echt jetzt? Maybe I can upload a simple program so they can follow our command. Ein kleiner Hacker. Just a second. Scout has arrived. Let's go. Yeah. Scout has arrived. Let's go. And done. And done. Okay. So. What can I do for you? Troop 1. Hier rein und Angriff. Take him out. We need backup. You don't stand a chance. Oh oh. Nein! Ah, ich muss mir die Shortcuts unbedingt angewöhnen. Oh shit. Give them hell, boys. Where to? Powering weapons. You don't stand so. A chance. Schade, diesmal hat's nicht ganz so cool geklappt. Wir haben ziemlich viele Einheiten dabei verloren, aber okay. Hilft ja jetzt erstmal nichts, ne? Take him out. Take him out. Attack. Well done, my dear. Yeah. Komm schon, bevor der nächste rausgeschlüpft kommt. Bam. Okay. Ja, ich würde sagen, dann verzichten wir heute mal auf die Energie, oder jetzt mal, heute mal ist gut. Jetzt dann mal auf die Zerstörung der Energieversorgung und geht das Ganze ein bisschen schneller. Heilen müssen wir gerade auch keinen mehr. So, lief der aber auch echt einfach in den Kreis. Ist doch kacke. So, ich probiere jetzt mal, wenn sie hier sind, versuche ich mal zu speichern. Spiel speichern. Second Arrival, First Visit. Ja, überschreiben halt mal, ne? Ja. Sure thing. Ja, ich glaube, ich habe den falschen überschrieben, aber ist egal. Right away. On it. Right away. Of course, sir. Yeah. There are many patrols ahead. We can't take all of them on at once. Hatte ich nicht vor. Ich möchte mich hier eigentlich vorbeisneaken. You're right. We must sneak past these enemies. Oh, okay, wir müssen uns vorbeischleichen. Choose the best route and avoid detection at all costs. Aha. Na gut, dann geht ihr auf jeden Fall mal wieder hier runter. Ein Stückchen zumindest. Ihr seid jetzt Trupp 2. Und dich mache ich mal zu 1. Alles klar, ich speichere jetzt nochmal. Weil dann müssen wir uns vielleicht diese Animation auch nicht nochmal anschauen. Ich überspeichere jetzt mal nicht. Mach mal ein Safe Game. Das nenne ich gespeichert. Wie einfallsreich. Wahnsinn. Okay. Alright. Fahr mal hier rauf. Das ist schon mal gut, weil der fährt zumindest ein bisschen schneller. Scouting. I'll see what I can do. Let's roll. Ja, nicht weiterhin. Absolutely. So, jetzt bewegt euch, kommt schon. I'll see what I can do. Moving. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir da nicht vielleicht hier vorbeikommen direkt. Nee, es sieht aber nicht so aus, oder? Ah, doch. Right away. Könnte klappen. I'll make it happen. Moving. Yeah, na komm. Let's roll. Scouting. Absolutely. Ah, und hier sind gar keine Einheiten. Alles klar. Auf jeden Fall sind wir angekommen. I'll see what I can do. Also wir sind doch jetzt, wir sind doch hier, ne? Attacking. Nein. Let's see. Wir sind doch jetzt hier. Schleiche durch die sekundäre Verteidigung. Ja, schleichen wir halt mal ein bisschen weiter. Weiß er nicht. Ach so, und jetzt müssen wir da runter auch noch. Okay. Wird's am Ende vielleicht doch noch sportlich. Und es wurde gespeichert, das ist schon mal cool.
Wie weit kommen die denn her? Absolutely, I agree. Ah, ja, okay. Dann können wir hier stehen bleiben. Absolutely. Das finde ich gut. Und die bewegen sich jetzt dann da nach unten wahrscheinlich. Erst der, dann der, dann der. Und komm jetzt du auch noch in Wallung. Hervorragend. Yes, sir. I'll see what I can do. Absolutely. Du? I'll see what I can do. Komm mal runter, mein Freund. Moving. Let's roll. Und direkt hier hin einmal. Und jetzt schau mal, was hier unten passiert. Moving. Fahr mal hierher. Was ist mit den beiden Kringeln? Das sind die beiden Türme hier wahrscheinlich. Habe ich so das Gefühl. Yes, sir. I agree. All right. Alles klar, machen wir das so. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Was ist denn hier noch alles? Das ist ja der Wahnsinn. Sind das jetzt unsere? It seems there aren't enough workers here. Yeah, you can unsere. Produce chimeras with mining tools to speed up resource gathering. Uh-huh. Baue eine leichte Waffenfabrik. Yeah. Leichte Waffenfabrik. Wo baue ich die denn mal hin? Ich würde vorschlagen, die bauen wir. Bauen wir sie mal hierher. Genau. Und du gatherst Resources, bitte. Gessering. Oh, Bugge. Where to? Hierher. Sure thing. Yes, sir. Na komm schon. Ich weiß, aber ich kann die hier nicht reparieren, leider. Where to? Let's do this. Firing. Right away. Scanning. Killing. Reporting. Okay. Of course, sir. Dann gleich mal hier stehen bleiben. So, wie weit ist der mit dem Bau? Fast abgeschlossen. Okay. Abgeschlossen. Der muss doch reparieren können hier. Vielleicht kann der reparieren. Ich probiere das jetzt mal. Der kann zumindest schon mal hinlaufen. So, 5 Stück erstmal. I'm ready. Of course, sir. What is your command? Nein. Give me the coordinates. Okay, er kann nicht reparieren. Alles klar. Halt. Tell me the plan. The plan ist, dass yes, du sir. Hier den hier abänderst, bitte. Und du schickst deine Truppen gleich mal hier rüber. Ich hoffe mal, dass von oben nichts kommt. Aber das sehen wir dann gleich. Normale Mech-Einheit mit 2 Waffenslots, ja. Kann ich. Nee, ja. Hierher habe ich gesagt. Ja. I'm ready. Mal ganz kurz gucken. Let's nee. Do this. Nicht genug Energie, nicht genug Strom. Okay, scheinbar brauchen wir da jetzt noch nicht mehr Gebäude bauen. Sonst könnten wir das ja mit Sicherheit schaffen. Okay, was ist denn? Produziere eine Chimäre mit Abbauwerkzeug. Ja, dafür bräuchte ich doch die Forschung, oder? Ach, verdammt, okay. Dann brechen wir die mal ab und bauen hier mit Abbauwerkzeug. Chimäre mit Abbauwerkzeug. Jetzt hat. Hervorragend. Ah, ich möchte das nicht. So. Mhm. Bau dauert etwas, aber das ist ja kein Problem. Scout reporting. Hervorragend. Ihr baut schön fleißig ab. Habe ich hier was Neues zur Verfügung? Nein? Okay, dann kann ich vielleicht erhöhte Feuerrate. Ja. Aha. Packen wir hier mal rein. Schön. You ran out of power. Until you construct a power plant, you won't be able to build other buildings. Ja, dann möchte ich doch mal eins errichten. Und hier ist jetzt der andere Typ. Kraftwerk.
Wo sind denn die ganzen anderen Kraftwerke? Hier steht eins, das hier oben, was ist das da? Das sind doch die Kraftwerke, genau, was ist das hier? Lager, Kraftwerk. Dann bauen wir hier mal noch ein paar Kraftwerke her. Hier haben wir Geschütztürme, haben wir nach unten auch welche. Nach unten haben wir keine, das heißt aber nach unten brauchen wir dann wahrscheinlich auch keine Verteidigung, okay. Dann bau mal das Kraftwerk. Soldaten in den Infanteriebaracken ausbilden. Soldaten sind immer mit einem Impulsgewehr ausgerüstet. Eine Anpassung ist jedoch nicht verfügbar. Where to? Wo sind die Baracken? Ah, Infanteriebaracken. Cool. Hey. We are still unable to produce scouts. If we seize that lab, we might be able to download the schematics. Mhm. The enemy is also mobilizing their forces. We can expect frequent and violent attacks. If we take out some of these power plants, we could slow them down, or at the very least, divert their attention. Okay, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Nutze das Labor im Westen zum Forschen und zerstöre die feindlichen Kraftwerke. You can now rebuild them from the turret center located at the center of your base. Geschützzentrale. Ah, Geschützzentrale, cool. Die kann neue Geschütze bauen. Leichtes Geschütz, schweres Geschütz. Hallo? Keine. Achso, okay. Mhm. Jetzt aber. Wir sollten vielleicht mal ein paar Einheiten hier mit rüberholen. Yes, sir. Yeah. Ich mache euch alle mal zu eins. Verdammte Axt, die machen uns hier alles platt gerade. Komm schon. Fuck. Nein, jetzt ist er kaputt. Schade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Geschütze. Hier und hier. Da unten ist noch eine feindliche Einheit. Achso, okay, die sollen wir wahrscheinlich ja zerstören, ne? Nee, was ist hier oben? Mhm. Im Westen, ne? Das Labor müssen wir also nutzen, okay. Definitely. What's on your mind? Du gehst auch mal ein bisschen harvesten so lange. Alright. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Wegpunkt hierher. Und dann bauen wir hier mal maximale Einheitenzahl. Kann ich noch weitere Geschütze bauen? Ich glaube nicht. Nein, nicht genug Shardium, war ja klar. Commander. So. I'm ready to fight. Da können wir mal reparieren. Okay. No problem. Gehen wir mal daher. What's the plan? Der Plan ist ganz einfach. Vernichten. Einfach alles vernichten. Okay, dann kommt mal raus. Der Bau dauert ganz schön lang. Da sollten wir als nächstes vielleicht diesen... erhöhte Baugeschwindigkeit freischalten. Das wäre vielleicht noch gar nicht mal so schlecht. I'm ready to fight. So, und die feindlichen Kraftwerke sollen wir ja auch zerstören. Ich glaube, das war hier, das war ein Kraftwerk, oder? Da laufen wir jetzt dann gleich mal mit diesem Männleinstrupp dahin, mit den Soldaten. Wie viel können wir eigentlich maximal immer bauen? 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Was? Ich glaube, ihr spinnt. Give me the coordinates. Könnt doch nicht einfach so attackieren hier. Was fällt denn denen ein? Kann ich das Ding abreißen eigentlich? Gebäude zerstören, ja. Hallo? Achso, das dauert ein bisschen, okay. Weil wenn das zerstört ist, dann kann ich nämlich mal ein neues hersetzen. So machen wir das. Trooper reporting for duty. Mhm. So. Trooper ready. Ich mach euch mal zum Zweier-Trupp und dann laufen wir hier mal raus. Und gucken uns mal an das Kraftwerk hier. Na, es ist kein Kraftwerk, ne, es ist ein Lager. Colonization team at your service. Yes, sir. Noch ein Stückchen. Okay. Okay. Alles klar. Let's move out. Ich heile ich gleich mal Scout, wieder. Ihr bleibt mal hier stehen. Und dann brauchen wir doch noch ein paar von diesen Chimären, oder?
So, 4, 5. Gut, muss reichen. Can I help? Nö, gerade ist alles fein, danke. So, Labor im Westen zum Forschen. Ich nehme mir mal einen von diesen Soldaten, wo ich keine mehr habe. Dann nehme ich halt dich. Trooper ready. Und schick dich mal ein bisschen voraus, was hier da, was das da ist. Ob das das Labor ist vielleicht, das wäre cool. Ah, wo bleibt er denn? Da ist er. Die schnellsten sind sie ja nicht, leider. Consider it done. Yes, sir. Was ist das hier? Oh. Here we go. Yes, sir. Ja, diese Kanonen, ich glaube, die werden uns ganz schön Probleme bereiten. Aber du bleibst jetzt mal hier stehen, weil dann merkt man sofort, wenn jemand kommt. Man sieht es dann auch auf der Karte. Und warum baut der hier nichts? Ich habe doch eigentlich von allem genug. Energie ist das hier? Okay, was ist das? Nahrung. Ist eine Beschränkung der Menge an Einheiten, die konstruieren können. Ach so, ich kann nur 15 Einheiten konstruieren. Okay, wie kann ich denn das erweitern? Jede Mine erhöht um einen Wert von 1S. Okay, aber Minen kann ich gerade ja noch nicht bauen. What's on your mind? Sollte man nee, hier bleiben. Sollte man dann vielleicht von denen hier mal ein paar opfern. Copy that. I am under attack. Wipe them all out. Oh, verkackt. Trooper at your service. Ach, verdammt. Tell me where to go. Aiming, reloading. Vielleicht sollten wir auch den, den Soldatenbau hier mal abbrechen. Damit wir hier welche davon bauen können. Genau, hier geht es gerade mal richtig ab wieder. Sehr schön. So. Okay, hier haben wir jetzt nicht wirklich was gerissen da drüben. Aber das lassen wir uns jetzt mal eine Lehre sein, keine Soldaten zu bauen aktuell. Die reine Platzverschwendung sind. Und wenn wir oben das Labor einnehmen wollen, brauchen wir richtig Feuerkraft. Ah, hier können wir wieder was freischalten. Dann machen wir die Baugeschwindigkeit. Ja. Das nehmen wir auch gleich mal mit rein. Spiele gewonnen. Was? Null? Level 4? Ich habe doch aber schon Spiele gewonnen. Naja, lassen wir mal so dahingestellt. Ready. Ah, vom Trupp 2 haben wir ja auch noch einen übrig, genau. Okay. Dann leg du dich, beschädig doch den hier schon mal ein bisschen zumindest. Komm, oh, 2 wieder zu langsam. Und dann können wir können jetzt noch eine Einheit bauen. Okay. Es läuft gerade. Wenn die gebaut ist, dann rücken wir mal aus. Tadam tam tam. Und ich gehe gleich mal auf Nachproduktion, würde ich vorschlagen. Dass wir hier das Maximum haben, falls uns Einheiten fallen. Chimera at your service. Automatisch gleich nachgebaut. Was? Er baut noch einen? Aber wir haben doch jetzt schon 15. Chimera reporting. 15 von 15. Of course, sir. Wie kann er denn jetzt noch eine bauen? Ich meine. Achso, wahrscheinlich 15 von 15, weil er die gerade baut, oder? Hm. Er ist jetzt Let's do this. Fertig? Ja, ich schätze mal, jetzt haben wir 15. Okay. Consider it done. Yeah. Zeigt er einem an, wie viele man jetzt hier ausgewählt hat? Leider nicht, schade. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Und wo ist die 15? Oh, your command. Hier ist nochmal so ein Affe. Dann opfern wir dich halt auch noch. Ja, es war leider ein bisschen ein Fehler, diese Soldaten zu bauen, aber ganz ehrlich, nur so lernt man. Yes, sir. Komm. White them all. The coordinates? Nein. War wieder zu langsam. Der baut gerade noch eine, alles klar.
Mining's done. Mining's done. Aufgebraucht? Ja, gut, der eine Berg hier halt. So. Und anrücken bitte. I'm ready. So, Trupp 1. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Angriff über, oder? Liebe Freunde, aber erst in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen schönen Abend. Ciao!